Ja, aber seine Idee stinkt normal, wie seine Kinderbücher, die er verleiht. Findet ihr ihn altmodisch? Nein, antik. Wenn es nach ihm geht, würden sein Arbeitszimmer mit Elfenbeintapeten, Mahagoni-Möbel und Plüschsofa einrichten. Wie ein Museum. Ja, ich brauche doch heute Abend etwas zum Anlegen. Darum habe ich gerade zwei Kleider gekauft. Wollen Sie ausprobieren, wie weit Grosszügigkeit für Ihren Mann geht? Wissen Sie, wie ich ihn will? Nein, Harry Ball, wie hätten Sie ihn gern? Stach. Heiß. Und sehr süß, so. Also, sonst ist der Walter Drew in Person, aber jetzt ist er total zum Häuschen aus. Wir haben uns bis jetzt eben nur ab und zu mal zum Essen getroffen. Aha. Wieso gehen wir eigentlich nicht in ein Hotel? Es gibt Leute, die das Gleiche vorhaben. Und wenn ich dort jemanden treffe, der mich kennt, abgesehen davon, ich ziehe doch die Wärme von einer gemütlichen Wohnung vor. Ja, ja. Mir ist langsam schon klar, warum das Claudia und ich da die Wohnung hier oben müssen nehmen. Damit du ein sicheres und sturmfreies Liebesnestchen hast. Ne? Oh, auch der noch. Der Mark geworden. Sie stören im Moment, Herr Spier. Ja. Es tut mir schurig leid, aber ich brauche jetzt eine Entscheidung von Ihnen. Ich habe Ihrer Frau erklärt, dass zum erdbeerfarbigen Teppich. Erdbeere, Himbeere, Brombeerfarbig. Mir ist das egal. Aber das ist doch Ihr Zimmer. Sie müssen doch auswählen. Er spart die Einsicht, aber immerhin. Philipp, es ist jetzt dann Zeit. Der hebt jetzt unter die Nase und stellt sie zur Rede wie ein Mann. Zack. Ha, Schätzli! Suchst du etwas? Oder? Nein, ich kann nur wählen, Frau. Hallo, Claudia. Aha, Henry, bist du schon lange da? Seit ein paar Minuten, wieso? Ist dir jemand begegnet, der gekommen bist? Nein. Na gut, dann schaust du, dass niemand dir begegnet ist, wenn du gehst. Hey. In unserem Platz sind wir zu wieder Drogerie. Du. Philipp, hast du mich? Nimmst du es ab, gell? Ja. So, jetzt mache ich ihn noch fertig parat. Mein einziger Beweis und die rührt zum Fenster raus. Dollerie, Taxi, folgen Sie dem Brief. Wie finden Sie die Küsse? Ja, das reinste Gedicht. Soll ich sie mal verstreuen? Also, ich find's blödsinnig schön. Dunne, der Ententeich und oben die Lustwiese. Nein, doch nicht der Spier. Der ist doch... Was ist der? Du weißt doch. Ein Schwulinski. Falsch Pole. Ich geh ins Büro, aber das ist ein bisschen diplomatisch, gell? Ich lasse euch jetzt allein, sind lieb miteinander. Sind Sie sicher, dass wir Ihren Mann richtig verstanden haben? Ganz sicher! So, los jetzt! Aber mit diesen Hosen! Ja, 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 schau, keine Hosen! Braucht sie immer so lang? So! Und jetzt, da rein! Linda! Ja, so komm schon! Habt ihr euch gut amüsiert? Wie auch, wenn ständig jemand stört. Da innen geht alles drunter und drüber. 3 Monate habe ich mich für die Wohnung abgemüht und was ist der Dank? Man unterstellt mich, hat mich zuerst um Frau Marquardt gekümmert. Also Hannibal. Und wo finde ich jetzt den Walter? Dort innen. Los, Linda, schnapp dir den brünstigen Hirsch und mach das Bursch. Wer ist da? Putzfrau, kommen Sie raus. Linda, Paradiesbögeli. Tarzan. Philipp, du bist ein Dutsch, weiss ja nicht, was du wutsch. La 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 la. Auf meinen Mann? Wieso? Sie haben doch gesagt, sie mögen mich später anrufen.
ins Grand Hotel Dolder. Ins Dolder? Genau. Ich logiere immer dort, wenn ich in Zürich bin. Lang bleibe ich auch nie. Wir sind Details. Die können wir später noch regeln. Im Moment würde ich von Ihnen einfach ein Ja hören. Also, wenn Sie es so präsent haben, gut. Grossartig, ja. Kann Sie natürlich überhaupt nicht viel hetzen, aber ich freue mich ganz besonders, wenn wir das jetzt zusammen machen. Wir könnten auch noch Details später in den Kollegen kommen. Ist Ihnen nicht gut? Doch. Sind Sie müde? Also, warten Sie auf eine schriftliche Einladung. Ihnen hat sich dieser Weg interessiert? Ich werde mir noch nicht die Bücher anschauen. Also, brauchen Sie die dazu? Nein. Ich hätte einfach gerne noch etwas über Ihr Wauwau gewusst. Sie sagen dem also Wauwau? Fangen Sie doch einfach beim ersten Erlebnis an. Oh. Er kann das Flittern kaum erwarten. Ist etwas runtergefallen? Ja, 6 Gläser. Philips, ja. Gehen Sie zum Hannibal und stecken Sie ein Fiebermesser rein. Richtig, die Zeit vergeht und meine Hunde haben sicher ja, Sehnsucht nach mir. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man am Abend heimkommt und einem 7 Schwänzchen erwartet. Dann mal alle zucken an. So, jetzt. Komm. Bereit, komm. Ah. Madame.